bin der Jan und ich mache eine Ausbildung als Metallbauer und bin gerade im zweiten Lehrjahr. Ich bin Mustafa Abdjeran. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr als Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionstechnik. Ich bin der Florian Oberhofer, mache eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker Richtung Maschinenbau. Ich bin Hani, ich mache Ausbildung als Feinwerkmechaniker bei der Firma Fischer. Ich bin Luisa und ich mache Ausbildung als Feinwerkmechanikerin bei der Fischer GmbH. Mein Name ist Thomas Fischer, ich bin Geschäftsführer der Fischer GmbH. Wir fertigen als Systemlieferant Blechkomponenten, Schweißbaugruppen und mechanische Bauteile für die umliegende Großindustrie. Wir sind als Dienstleister im pharmazeutischen Bereich tätig und betreuen aber auch Privatkunden bei Einzelanfertigungen. Es ist eine duale Ausbildung. Quasi, ich bin im Betrieb und bin in der Schule. Da kriege ich viel Theorie und viel Praxis quasi auf einmal. Meine Ausbildung läuft so ab, dass sie 3,5 Jahre geht. Im ersten Lehrjahr hatte ich nur mal Teilzeitunterricht. Im zweiten Lehrjahr habe ich Blockunterricht. Da bin ich für 2 bis 3 Wochen in der Schule und dann mal wieder für 1 bis 2 Monate am Stück im Betrieb. Im dritten werde ich auch Blockunterricht haben. Und im vierten, heißt 3,5 Jahre, habe ich meine Abschlussprüfung. Mein typischer Alltag ist sehr abwechslungsreich. Heißt an einem Tag mal Markschweißen oder Wigschweißen, den anderen Tag mal Stahlträger richten und auch viele Teile verschleifen. Ich sehe viel vom Sägen bis zum Schweißen, bis zum Schleifen, bis zum Biegen, bis zum Fräsen. Eigentlich bin ich überall mal dabei. Am liebsten schweiße ich, vor allem Wig. Und gerade große Rahmen- oder Rohrkonstruktionen gefallen mir besonders. Am besten an der Ausbildung gefällt mir, dass es abwechslungsreich ist, dass ich nicht immer das Gleiche machen muss und dass ich viel von der Firma sehe. Meine Ausbildung geht 3,5 Jahre. Ich habe in 2 Wochen 3 Tage lang Schule und der Rest von der Woche sind wir beim Arbeiten im Geschäft. Ich habe manchmal Übers, die betriebliche Ausbildung, wo ich Sachen in der Handwerkskammer lerne, was man im Betrieb nicht lernen kann. Mein Arbeitstag ist hauptsächlich Drehen und Fräsen an konventionellen Maschinen. Ich komme zum Arbeiten, begrüße jeden und dann gucke ich, ob ich noch was zum Arbeiten habe. Habe ich nichts mehr, dann gehe ich zu meinem Meister. Der gibt mir eine Arbeit, erklärt sie mir. Ich sage, ob ich alles verstanden habe und lege dann eigenständig los. Ich bin also oft in der Lehrwerkstatt in meiner Ausbildung, aber ich komme auch in andere Abteilungen, zum Beispiel zum Schweißen oder in Kanterei. Ja, meine Ausbildung ist mir bisher leicht gefallen. Am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit fachlichen Worten, mit Sprache, aber mit der Zeit ist alltags geworden und leichter. Ich heiße Sebastian Beck, habe vor 4 Jahren meine Lehre bei der Firma Fischer beendet, bin danach in unterschiedlichen Abteilungen zugange gewesen, zum Beispiel im Sonderbau, wo wir für Sonderlösungen verschiedene Tätigkeiten durchgeführt haben. Bin jetzt in der Abteilung Roboter, wo ich die Roboter programmiere und auch koordiniere. Beende gerade aktuell meinen Meister in Metallbautechnik. Mein Name ist Regina Oberhofer. Ich bin die Ausbildungsmeisterin bei der Firma Fischer. Ich bin der Marvin Meyer. Ich bin bei der Firma Fischer als Ausbildungsmeister. Ich bin schon seit 2009 bei der Firma Fischer, habe auch meine Ausbildung hier gemacht. Die Ausbildung bei der Firma Fischer macht aus, dass es sehr interessant ist, durch das, dass wir in der Ausbildungswerkstatt sind, wie auch in der normalen Werkstatt. Des Weiteren ist nach der Ausbildung das Ziel von uns, jeden Auszubildenden zu übernehmen und ihn dann in dem Bereich einzusetzen, wo wir seine Stärke sehen. Wichtige Voraussetzungen für eine Ausbildung hier bei uns wären gute Kenntnisse in Mathe und Physik, einen Schulabschluss, ansonsten einfach der Spaß und die Freude, etwas Neues zu lernen und die Begeisterung für den Beruf. Ihr könnt euch bewerben, indem ihr einfach bei uns eine Bewerbung abgebt. Ihr hört dann von uns, dann wird ein Termin ausgemacht. Ihr kommt vorbei zu einem kleinen Praktikum, bevorzugt gern 3 Tage. Danach setzen wir uns zusammen und besprechen, ob das deine Richtung und deine Zukunft wäre. Also das Ziel von der Firma Fischer ist, dass jeder gern zum Arbeiten kommt. Dieses Ziel erreichen wir durch ein sehr angenehmes Betriebsklima. Wir machen jedes Jahr einen großen Betriebsausflug. Alle 2 Jahre ist er 2-tägig. Machen zu unserem Betriebsausflug auch noch einen kleinen Freitagsausflug. Da besichtigen wir gern Firmen oder auch Unternehmen oder Museen hier im Umkreis. Mit den Azubis machen wir jedes Jahr noch zusätzlich einen Azubi-Ausflug, haben einen Gesundheitstag.
Am besten gefällt mir hier an der Firma Fischer dieses familiäre Arbeitsklima, das tolle Team, das junge Team. Jeder hat Spaß an der Arbeit, bringt Freude mit. Wir haben sehr interessante und abwechslungsreiche Aufgaben. Und das Arbeiten mit modernen Maschinen und Anlagen. Die Vielseitigkeiten der Firma. Dass wir immer vor uns da sind, wenn man Hilfe braucht, wenn man Schwierigkeiten hat. Dass es so familiär ist, weil jeder halt gut mit jedem auskommt und wir ein starkes Team sind. Wenn du dich hier bewerben willst, dann komm einfach vorbei und sei ganz offen.